Moin Leute, heute mal was anderes, nicht immer nur Tuning, wir machen auch mal Instandsetzung. Besitzer von dem TT hier, der hat sich jetzt mal für den Alltag erstmal was günstigeres geholt. Den kennt ihr noch unter dem Namen Dr. W. Ickler. So, ja, Golf 4 gekauft, Baujahr 2002, zurzeit 253.000 Kilometer auf der Uhr. Steffen hat den Probe gefahren, hat ihn mit roten Nummern abgeholt und ja, vom ersten Fahren her war der noch top in Ordnung. Wir machen jetzt nur provisorisch einmal komplett Service. Querlenker, Achsmanschette und Filter, Öl. Ja, er versucht gerade seit einer geschlagenen halben Stunde eine Achsmanschette auf dieses kleine Gelenk zu bekommen. Das ist eine Lüge. Das sind 45 Minuten. Gemacht haben wir bis jetzt einmal Querlenker rechts. Querlenker links samt Traggelenke, eine Achsmanschette, wo, na, ich denke mal, heute wird das nichts mehr. Muss man einen Zahnriemen machen, aber ja, in der Zeit macht der Atemswelle. Ja, Auspuffgummis haben wir mal ein paar neue reingeschmissen, die waren durch. Dann kommt hier noch ein schicker neuer Rohrverbinder, der war nämlich auch nicht mehr vorhanden. Wir haben ihm jetzt erstmal einen günstigen Golf 4, 1,9er Diesel, ARL, 150 PS besorgt. Kommt da heute auch noch Software drauf? Stocki will erstmal fahren. Was? Erstmal fahren. Er will sich erstmal an die 150 PS gewöhnen. Im Drehmoment ist aber auch rausgeballert. Wie gesagt, einmal kompletten Service, Zahnriemen, Teilrippenriemen, Kraftstofffilter, Ölwechsel, Luftfilter, Pollenfilter. Alles einmal so zugewesen. Nun kann man noch sehen. Geht so. Luftfilter war dreckig. War da. Viel besser ist der Pollenfilter. Nee, also wenn er Golf 4 Plattform fahrt und beschlagen die Scheiben, es ist immer derjenige hier. Ja, sieht auch so aus. Bremsen habt ihr schon gecheckt? Bremsen waren okay? Vorne haben wir noch ein bisschen Fleisch. Da kriegt vorne keine Felgen mehr raus, ne? Ja, die Löcher sind Löcher zu. Zugerostet. Ja, kann man nichts mehr machen. Also entweder wir werden die anspatzen. Ich hab gedacht, wir nehmen Kleber. Metallkleber? Nee, die. Frag doch mal lieber die Leute im Internet, wie wir das machen. Ja, hallo Regie. Wie bei unserem letzten Video waren 20% der Zuschauer Nicht-Abonnenten. Das müssen wir ändern, ja. Ja. Ja, wir machen ein bisschen asozial, ein bisschen. Oder? Das ist übrigens, falls ihr ihn noch nicht kennt, das ist Danger. Nein. Und D steht für Dick. Nein. Dein nur in Englisch Dick. Ich hab eine Idee. Vergessen, dann kannst du jetzt vergessen mit deinem Zahnriemen. Minimal. Minimal? Minimal war früher ein Einkaufsladen. Alles klar, machen wir so. Alles klar. Ja. Ja, ist in Ordnung. Tschüss. Liken, teilen, abonnieren. Nein. Ich krieg ja schon immer Ärger. Ich bin voll krasser Typ. Ich kann einfach so machen. So. Ach so. Ich bin eine richtig krasse Sau. Guck mal, pass mal auf, wenn man die so hindreht, ne, und hätte jetzt noch so eine kleine Schraube hier, ich glaube, irgendwo habe ich sowas auch noch liegen. Und dann dreht die sich auch nicht mehr. Eine kleine Schraube rein. Und der hat auch ein teures Fahrwerk hier drin, also das teuerste. Aber ist eingetragen. Was sagt er? Für Leistung auch eingetragen? Fahrzeugschein nie gesehen. Ich glaube, den hat er auch nur geklaut oder so. Ja, passt. Oh, jetzt hast du es gleich. Oh, jetzt hat es sich umgekrempelt. Das ist erst prinzipiell egal. Zurückziehen kann man immer noch. Ah. Mal gut, dass wir keine Sendung für Kinder machen. Rückzieher, ne? Kann man immer noch machen. Ja. Oder auch nicht. Oder nicht. Komm mal, gib's ihm. So sitzt er drauf hier. Jetzt ist gut. So. So, jetzt aber. Vor allem, die ich steck ihn auf. Ja. Ich bin leider null. Gar nichts. So sieht man wenigstens. Ja. Steck ihn mal. Hat hier keiner eine richtige Lampe. Lampe? Ah, oh, weil er dachte, wir arbeiten heute draußen. Ich dachte, wir sind mit Profis hier am Arbeiten. Ja, wir hätten den Golf eigentlich auch umdrehen können. Ja. Auf dem Kopf? Ja. Schön am Dach aufbocken.
So. Steck mal rein. Ja, aber ja, denk dran, wir müssen erst das Gelenk rein. Ja, beruhigen Sie sich, Chantal. Ja, aber du musst jetzt da nicht einmal. Bleib doch ruhig. Also hin. So, alles da. Alles ist da. Drüben ist das Hardware-Gelenk schon drin, ne? Nee. Ja. Ist da WLAN-Gelenk? Sieht dich gar nicht an. So. Ja. Guck mal, da ist ja noch 90 Grad und dann zieh mal an. Ja. Was? 90 Was? Grad? Ja, ja. Den hier senkrecht stellen und dann erst anziehen. Wegen Vorspannung in den Buchsen. Nee! Ja! Wusste ich nicht. Weißt du, was das Problem ist bei mir? Dass deine noch oben steht. Bei meinem Jetta müssen wir sie so umgedreht hinstellen, damit sie Vorspannung haben. Die stehen, wenn er normal steht, stehen die Querdenker bei mir so ausgefedert. Das ist bei mir aber genauso. Nein, ich glaube nicht. Also nicht so extrem. Nein, nicht so extrem. Teilen sich über Sachen. Querdenker steht so. Ja, und du hast vier, sagst du immer. Ja, pro Seite. Ja. Ha! Der Stocki hat jetzt hier angefangen, auf Anraten von meiner Seite, den Motorhalter mal auszubauen. Da ist er jetzt nämlich gerade bei, wie man hier so sieht, ne? Das eine Motorlager hat er schon raus. Das geht nicht. Nein, also, weißt du, die ist eigentlich schon los. Du lügst also jetzt gerade. Nein. Doch. Alter, Stocki, du hast noch nichts gemacht, außer die scheiß Achsmanschette heute, ne? Du hast mit dem ganzen Gesicht gearbeitet. Alles zeig ich doch. Wie machst du das? Ich sehe nach Arbeit aus. Mit Leib und Seele ist er ja Schrauber. Naja, er arbeitet halt mit Köpfchen, ne? Ja. Motor ab. Schucki, wieso hängt dein Motor so tief? Wir legen das Auto hoch und den Motor tief. Ja, aber ja, im Prinzip macht er das jetzt eigentlich nur, weil ihr da an eine Schraube ran müsst, ne? Ja. Nee, wir nicht. Ich. Doch, wir sagen wir. Wenn wir was machen. Also wenn wir was machen und Stocki das macht. Stocki macht das, aber wir sind da im Team. Siehst du den Motorhalter? Noch ein Stück. Halt! 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 Das ist nämlich im Motorhalter los. Braucht man beim 1.9er TDI Spezial irgendwie Arretierwerkzeug und so ein Kram? Hast du das? Zeig mal. Erklär mal, wie das alles funktioniert. Zwei Dinge aus Siebenkörbchen brauchen wir für den 1.9er TDI. Ich muss jetzt, weiß es nicht aus dem Kopf, entweder der rechte oder der linke kommt unten auf das Kurbelwellenrad, wo der Zahnring drauf sitzt. Da ist auch so eine kleine Ausbuchtung, wo dann der kleine Zapfen hier reingeht. Das ist das eine für die Kurbelwelle und dann haben wir hier oben für die Nockenwelle müsste einer von den beiden sein. Sind so Zentrierstifte. Genau, die kommen dann oben nachher in die Nockenwelle reingesteckt. Und dann ist die auch blockiert. Warum müssen wir das machen? Warum? Ja, damit die Zuordnung. Ja, ist doch gut. Damit nachher die Zuordnung zwischen Kurbelwelle und Nockenwelle passt. Das heißt also zeitlicher Abstand. So dass wenn wir die Kurbelwelle drehen und die Nockenwelle dann in dem richtigen Moment die Ventile öffnet oder schließt. Und wenn wir den dann versetzen, weil du hast hier oben, bei dem ist es so, dass oben drei kleine Schrauben und die Nockenwelle bzw. das Nockenwellenrad ist da drauf halt in langen Löchern. Das heißt, du kannst das halt ganz, ganz fein justieren. Ja, und deswegen müssen wir das abstecken, weil wenn wir die Schrauben nachher lösen, um den Zahnriemen da drauf zu setzen, dann würde sich das verstellen sonst. Deswegen stecken wir es ab, Kurbelwelle und Nockenwelle. Wenn das raus schon so scheiße geht. Wie geht denn das dann auch wieder da rein? Ja, langsam. So, da haben wir jetzt den Motorhalter raus. Da haben wir hier einen schönen Riementrieb. Und der Herr Stockmann macht da unten jetzt die 394 Imbusschrauben aus dem Kurbelwellenriemenrad runter. Raus. Raus. Die Runden macht das wahrscheinlich auch, aber hauptsächlich erstmal raus. Hat dann nicht funktioniert, ja? Müsste jetzt sein. Halt mal fest. Ja, halt dich doch. Dann halt doch mal fest. Ja, mach ich doch. Ja, mach ich. Sehe ich. Merke ich. Mehr nach oben ziehen geht nicht. Deshalb. Ich sehe, wie du hältst. Ich hänge ja mit meinem Gewicht dran. Oh, das kannst du vergessen, Alter. Die haben sie eingeklebt. Ja, das war's mit dem Zahnriemenwechsel. Feierabend! Wieder zusammenbauen, den Scheiß. Bitte? Was? Alter, wie kann man so blöde sein, wenn man im Zahnriemenwechsel diese.
einkleben, so eine Schraube, die sich sowieso schon kaum selber löst. Also wer kennt es nicht, ne, in die Kommentare, wenn man jetzt an diesem Punkt ist von dem Projekt, ne, oder einem Vorhaben, jetzt in die Kommentare. Die schlimmsten Schimpfwörter, die euch einfallen. Alle. Zeig mal jetzt, womit hast du die jetzt rausgekriegt? Mit Torf? Nein, mit Vielzahlen. Mit Vielzahlen. Dann klopfe ich da jetzt wieder in den anderen rein. Hoffentlich. Naja, wir prügeln jetzt erstmal den Rest da raus. Also, ne, wir. Wir prügeln jetzt den Rest da raus. Und dann melde ich mich gleich nochmal, wenn wir die draußen haben, okay? Wir wären schon längst fertig gewesen, ne? Die Schrauben, die wollen gedreht werden. Oh, hast du doch gesagt, das ist ein verkantete alte Dreckige. Schneid doch ab ein Stück. Jetzt bin ich aber sauer. Wenn ich sauer werde, dann mache ich das immer so. Also lustig dann immer. Ja. Oh, macht lustig. Oh, da kann ich durchdrehen. So, jetzt. CD ist aber schön. Da ist er, der Alte. Guck mal nach, ist das der Alte? Bosch. Guck auf jeden Fall hat er schon mal hingekriegt. Und? Nicht knicken, nicht knicken. Nicht? Nicht knicken. Nee. Ja, ja. Nee, kannst du auch nicht. Ja, so sieht er aus. Das geht auch nicht, der ist ziemlich stabil. Der ist auch verkehrt rum drauf gewesen. Ja. Ja, der geht, der weißt du warum? Ja. Weil der war nämlich so rum drauf. Und man baut die eigentlich immer so rum drauf, dass man die Schrift lesen kann. Weil nur dann sieht man, dass da drauf steht, nicht knicken. Kannst du den mal umdrehen und knicken? Ist der schon fertig gewesen? Oder? Nee, der war eigentlich gut. Naja. Stocki, warum hast du den überhaupt rausgeholt? Ja, Stocki, bau wieder rein. Ja, mach wieder rein. Saust du da so rum? Haben wir gut gemacht, finde ich auch. Ja. Das hätten wir nur ohne uns gefahren. So? Du musst die Tandemverkleidung wieder einbauen. Ja, achso. Jetzt hast du gemerkt, das ist scheiße, ne? So langsam ist die gute Laune wieder da. Ja, gerne, Leute. Ja, der Steffen wollte ja gerade schon das Handtuch schmeißen. Habe ich schon. Ich hab's gesehen. Habe ich schon gehabt. Hier, gucke, Handtuch. Wo ist eigentlich der Handtuch? Ach, da kommt sie rein. Mit ihrem Spielkameraden, genau. Wo gehört der überhaupt hin? Das weiß keiner. Hier rennen Kinder rum, die keiner weiß, wo sie herkommen. Also wenn jemand Kinder sucht, hier hätten wir welche. Na, abgerutscht? Darfst du nochmal. Ist wie zu Hause. Ja. Polo 6N oder 6N2 Motorhalterung. Also entweder selber bauen. Ich wüsste nicht, dass es da irgendwas Passendes für 1.8T gibt. Oder wenn man es nicht selber bauen kann, dann von Epitech. Ich weiß nicht, ob es da was Fertiges gibt. Wenn es nichts Fertiges gibt, kann man denen auch Zeichnungen schicken mit Maßen dran und dann bauen die das aus einem Spezialstahl, wo man dann auch ein Gutachten für hat, zwecks Festigkeiten und sowas, damit man es auch eingetragen kriegt. Ansonsten habe ich mit 6N und 6N2 noch nicht so viel am Hut gehabt. Außer Rost.
Also Unterboden. Wir haben kein Gates-Zahnriemen drauf, sondern ganz normalen ContiTech. Funktioniert eigentlich. Ich habe noch nie einen gerissenen Zahnriemen deswegen gehabt. Der Ventiltrieb dreht ja nun nicht schwerer dadurch. Ne? Doch. Hat man gerade drauf gedrückt. Wenn das drauf ist. Alter, mit Einfüllhilfe sogar für ganz Bulle. Ist das schon fertig gemischt, das Ding? Mhm. Für kleine Stockis halt, ne? Oh, oh, nimm mal Lappen. Liegt auf dem Ding. Heute noch. Ja, gut, Stocki. Richtig gut. Hast du gut gemacht. Ja, wie soll ich da sonst rankommen? Ja, du. Alter, was ist für die? Und gleich so. Mann. Lass mal die ganze Luft aus dem Tank rausholen wieder. Kann man den hier irgendwie feststellen oder so? Ja, indem du den Ring drehst. Den roten Ring musst du drehen. So, jetzt könnte es passieren, dass er kommt. Ich will jetzt noch nicht. Jummer, ne? Ja, nicht nur eine Fehlermeldung. Schade. Kein Stecker vergessen. Ja, also diesmal haben wir mal was anderes gemacht, wie ihr sicherlich mitbekommen habt. Ja, ist halt nicht immer nur dicke Lader und große Motoren, sondern auch mal so das Normale, sprich eine große Inspektion, ein Zahnriemenwechsel, Achsmanschette, alle Filter, was haben wir noch gemacht? Ach, Auspuffgeschichten, Querlenker, also das ist halt hauptsächlich das, was hier stattfindet und das andere ist halt just for fun, ne? Also sprich, wenn wir Langeweile haben oder, da haben wir nie, wenn wir Langeweile, dann machen wir halt mal unseren Quatsch fertig. Ja, ist halt auch mal sehenswert, denke ich mal. Nicht, dass man immer nur das macht, was nicht jeder machen kann, weil ihm die Möglichkeiten fehlen oder so, sondern halt auch mal das, was so alltäglich ist, um hier irgendwelchen Leuten zu helfen, damit die auch mal zu ihrer Arbeit wiederkommen. Hauptsache, man hat Spaß dabei. Der sitzt, ne? Ja, immer nur zu Hause rum hier. Der sitzt nur zu Hause rum. Nein, Hauptsache, man hat Spaß dabei, oder? Ja, es macht richtig Spaß. Ist total witzig. Ja. Das war's von uns für heute, für dieses Mal. Ihr wisst, liken, teilen, abonnieren, die Glocke aktivieren. Und das nächste Mal sehen wir uns, denke ich mal, mit was andere, nicht immer Inspektion. Nein. Ja, nächstes Mal sehen wir uns, denke ich mal, mit wieder was Interessanterem vielleicht für den einen oder anderen. Bis dahin, reinhauen.